Es ist der 31. Oktober 2018 um 9.14 Uhr, als Anne Elisabeth Hagen zum Telefon greift. Sie ruft ihren Sohn an, der erst durch ihren Anruf geweckt wird. Das Telefonat ist kurz. Sie reden über das bevorstehende Halloween-Fest, Babysitting ihres Enkels und die bevorstehende Lohnzahlung an ihren Sohn im familieneigenen Unternehmen. Nach 92 Sekunden legen die beiden wieder auf. Es könnte ein Telefonat wie viele andere sein, doch das ist es nicht. Es ist das letzte nachgewiesene Lebenszeichen der Norwegerin, die seit diesem Morgen spurlos verschwunden ist. Es gibt viele Menschen, die in Norwegen als vermisst gelten, doch kein Fall hat in den letzten Jahren so viel Aufsehen erregt wie das Verschwinden von Anne Elisabeth Hagen. Es ist mittlerweile der spektakulärste und gleichzeitig rätselhafteste Fall in der norwegischen Kriminalgeschichte. Denn bis heute weiß die Polizei nicht, was überhaupt hinter dem Mysterium steckt. Eine Entführung? Eine Inszenierung? Eine Vertuschung? Oder ein bis ins kleinste Detail geplanter, kaltblütiger Mord? Wer die schmale Straße Sloverein im Ortsteil Fjellhammer der Stadt Lørenskog entlangfährt, endet in einer Sackgasse. Vor einem liegt die Hausnummer 4. Nur ein kleiner Zaun versperrt von der Straße aus den Zugang zum schwarzgebeizten Einfamilienhaus. Ein kleiner Wald grenzt an das Grundstück, das neben dem kleinen See Langvannet liegt. Bis auf die Straßenseite gibt es keine Zäune, keine Sicherheitsvorkehrung und keine Videoüberwachung. Das Haus ist schlicht, es stehen keine teuren Autos vor der Tür. Die Nachbarschaft ist nicht nobel, doch trotzdem lebt in der Sloravein 4 eine der reichsten Familien Norwegens. Das Ehepaar Anne Elisabeth und Tom Hagen. Tom wächst als eines von 13 Geschwistern in einfachen Verhältnissen auf. 1968 lernt er Lisbeth, wie Anne Elisabeth alle nennen, in der Universität kennen. Mit gerade 19 heiraten sie. Das Ehepaar bekommt 3 Kinder, 2 Töchter und einen Sohn. 1980 zieht die Familie in ihr Haus nach Lørenskog, einem Vorort von Oslo. Zu diesem Zeitpunkt ist der spätere Reichtum des Ehepaares noch weit entfernt. Anne Elisabeth arbeitet in einem Pflegeheim. Tom ist Angestellter in einem Unternehmen. Erst in Lørenskog baut er sich knapp 10 Jahre später seine eigenen Unternehmen im Gewerbegebiet Futurum auf. Vor allem durch den Verkauf von Strom und Immobilien bringt er es innerhalb kürzester Zeit zu Geld und Macht. 2018 wird das Vermögen der Hagens auf 1,9 Milliarden norwegische Kronen geschätzt. Umgerechnet sind das 170 Millionen Euro. Damit ist Tom Hagen auf dem 172. Platz der reichsten Menschen Norwegens. Doch ihren Reichtum stellen Anne Elisabeth und Tom nicht zur Schau. Sie bleiben in ihrem Haus wohnen und gönnen sich bis auf einige Reisen ins Skigebiet Kvitfjell nur wenig Luxus. Genau über diese Reisen nach Kvitfjell schreibt Anne Elisabeth Hagen 8 Tage vor ihrem Verschwinden mit ihrer Jugendfreundin Esther. Die 68-Jährige freut sich schon auf die gemeinsame Reise. Sie erzählt ihrer Freundin außerdem, dass Tom und sie sich einen weiteren Hund zulegen wollen und dass sie wieder für einige Stunden in der Woche angefangen hat, im Sekretariat ihres Mannes zu arbeiten. Esther hat es an diesem Tag allerdings eilig. Sie wollen später weiter telefonieren. Doch immer kommt etwas dazwischen. Auf ihre Freundin wirkt Anne Elisabeth bei diesem Telefonat glücklich wie immer. Nichts deutet darauf hin, dass es Probleme gäbe oder sie etwas belastet. Am 25. Oktober 2018 feiern Tom und Anne Elisabeth ihren 49. Hochzeitstag mit einem Familienessen. Sie reden darüber, dass sie nächstes Jahr ihre goldene Hochzeit feiern werden. Doch dazu wird es nie kommen. Am Montag, den 29. Oktober, kommt ein langjähriger Kollege von Tom Hagen zu Besuch. Glenn Hartmann Hansen arbeitet seit 25 Jahren für den Unternehmer und ist Miteigentümer von einer seiner Firmen. Er ist die letzte Person, die bei den Hagens zu Besuch ist und die beiden in der intimen Atmosphäre ihres eigenen Zuhauses miteinander erlebt. Doch auch ihm fällt weder bei Tom noch bei Anne Elisabeth etwas auf. Die beiden wirken wie immer. Sie reden über Gott und die Welt,
Die 68-Jährige wirkt glücklich und kümmert sich um Glenn und ihren Mann. Am 30. Oktober 2018 fahren die Eheleute Hagen mit einem befreundeten Paar ins nur wenige Kilometer entfernte Oslo. Dort sehen sie im norwegischen Theater das Musical The Book of Mormon. Die Vorstellung ist lang, erst am späten Abend kehren sie zurück in ihr Haus nach Lørenskog. Es bricht der nächste Tag an. Der letzte Tag, an dem Anne Elisabeth Hagen lebend gesehen wird. Anhand von Anrufen, Handydaten, Überwachungsaufnahmen und Aussagen kann die Polizei das Geschehen am 31. Oktober 2018 minutiös rekonstruieren. Dieser Mittwochmorgen ist verregnet. Den Schnee vom Vorabend hat der Regen geschmolzen und zu Schneematsch gemacht. Um 6.57 Uhr nimmt der Schrittzähler von Anne-Elisabeth Handy die erste Bewegung wahr. Ob sie um diese Uhrzeit aufgestanden ist oder dann erst zu ihrem Smartphone greift, kann ihr Mann nicht sagen. Zum einen soll er laut eigener Aussage selbst noch geschlafen haben. Außerdem hat das Ehepaar sowohl ein gemeinsames als auch zwei getrennte Schlafzimmer. In dieser Nacht schlafen sie in getrennten Schlafzimmern. Einige hundert Meter Luftlinie entfernt auf der anderen Seite des Langvannetsees ist ein Firmengelände, deren Überwachungskameras auf die Slora Wein und das Haus der Hagens gerichtet sind. Um 7.56 Uhr nimmt diese Kamera ein Licht auf. Rekonstruktionen der Polizei zeigen, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um ein Auto handelt, das vor das Haus der Hagens fährt. Bis heute konnte die Polizei nicht ermitteln, um wen es sich handelt. Es ist bis heute eines der vielen Rätsel im Fall. Es hat sich niemand gemeldet, der eine Warnung gegeben hat, und die Aufnahmen sind zu schlecht, um überhaupt ein Auto, geschweige denn ein Kennzeichen, zu erkennen. Laut eigener Aussage steht Tom Hagen um 8.15 Uhr auf. Normalerweise steht er eine Stunde eher auf, doch es ist wegen des Musicals am Abend zuvor spät geworden. In seinen Vernehmungen bezeichnet sich der reiche Unternehmer als Routinemensch. Normalerweise läuft dir jeder Morgen bei ihm gleich ab. Er steht um 7 Uhr auf, macht sich im Bad fertig, geht nach unten, um ein bis zwei Kaffee zu trinken, liest die Zeitung, lässt den Hund in den Garten und fährt dann zur Arbeit. Es ist eine Information, die für die Polizei in den späteren Ermittlungen wichtig ist. Wenn es wirklich Entführer gibt, könnten sie den Tagesablauf der Hagens ausspioniert haben. Wenn das Auto vor dem Haus des Paares wirklich mit der Entführung von Anne-Elisabeth in Zusammenhang steht, fährt es genau zu der Zeit vor, zu der Tom Hagen eigentlich schon auf dem Weg zur Arbeit ist. Wurden die Entführer vielleicht überrascht von Toms Verzögerung? Oder gibt es einen ganz anderen Grund, weshalb Tom Hagen ein einziges Mal seine Routine ändert? Genau an dem Tag, an dem seine Frau für immer verschwand. Um 8.44 Uhr verpasst Anne-Elisabeth Hagen einen Anruf von Toms Firma. Eine Minute später ruft sie zurück. Der letzte Tag im Monat ist der Tag der Lohnabrechnung, worüber sie mit der Mitarbeiterin spricht. Lisbeth wirkt normal, sie erzählt vom Musical und dass das Ehepaar überlegt, noch am selben Tag nach Kvitfjell zu reisen. Währenddessen nimmt die Überwachungskamera erneut Lichter am Haus der Hagens auf. Möglicherweise sind es wieder die Entführer, die vor dem Haus auf- und abfahren. Auch bei dieser Sichtung hat sich niemand bei der Polizei gemeldet, der an diesem Morgen in der Straße entlang gefahren ist. Um 9 Uhr fährt Tom Hagen von zu Hause los in das knapp 4 Kilometer entfernte Industriegebiet, wo seine Firma ihren Sitz hat. Welchen Weg er gefahren ist, weiß er bei der Vernehmung bei der Polizei nicht mehr. 8 Minuten später kommt er in seiner Firma an. Um 9.10 Uhr schreibt Anne-Elisabeth einer ihrer Töchter eine SMS, dass sie doch nicht nach Kvitfjell fahren. Ihr Mann sagt später aus, dass gar nicht feststand, dass die Reise verschoben werden sollte. Um 9.14 Uhr telefoniert sie ein letztes Mal kurz mit ihrem Sohn. Seitdem ist es still. Um 9.48 Uhr versucht ihr Nachbar Anne-Elisabeth zu erreichen. Sie sind für diesen Tag verabredet, da er Elektriker ist und etwas im Haus reparieren soll. Aber niemand geht ans Telefon. Zwischen 9.14 Uhr und 10 Uhr wird das Handy nur einmal bewegt. Der Schrittzähler protokolliert, dass Treppen runtergestiegen werden. Allerdings ist die Bewegung so schnell, dass die Polizei zweifelt, dass wirklich die 68-Jährige schnell runtergerannt sei. Vielmehr glauben sie, dass die Bewegung das Resultat eines gewalttätigen Überfalls ist. Hat jemand Anne-Elisabeth Hagen die Treppe heruntergeschleift oder gar gestoßen? Oder ist ihr oder jemand anderem einfach nur das Handy die Treppe heruntergefallen?
Ab 10 Uhr versucht Tom Hagen über den Vormittag verteilt 5-mal seine Frau zu erreichen. Während der Untersuchung findet die Polizei diese Anrufe zunächst nicht auf seinem Handy und verdächtigt ihren Ehemann, sie gelöscht zu haben. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Nokia-Handy, das der Multimillionär besitzt, so alt ist, dass die Anrufe automatisch gelöscht werden. Zwei Kollegen sagen aus, dass Tom Hagen während des Mittagessens um 12 Uhr besorgt gewesen sein soll, weil er seine Frau nicht erreichen kann. Nach dem Essen geht ihr Chef allerdings wie jeden Tag in den Raum mit Massagesesseln. Nach weiteren 3 unbeantworteten Anrufen fährt Tom Hagen um 13.30 Uhr bei der Arbeit los. Als er am Haus ankommt, merkt er laut eigener Aussage sofort, dass etwas nicht stimmt. Vor der Haustür liegt ein großes Stück Holz und im Flur liegen Sachen seiner Frau an einer Stelle, an der sie sonst nie ihre Sachen hinlegt. Kurz danach ruft einer der Töchter auf dem Festnetztelefon an. Tom sagt ihr, dass Lisbeth nicht da ist. Danach durchsucht Tom Hagen das Haus. Im Gäste-WC direkt neben der Tür findet er Kleidung von ihr. Außerdem sind Schleifspuren auf dem Fliesenboden. Auf einem Stuhl direkt neben der Tür fällt ihm nun ein Umschlag auf. Es ist ein 4-seitiger Erpresserbrief, im schlechten Norwegisch verfasst. Er beginnt mit den Worten: Wir haben Ihre Frau Anne Elisabeth. Wenn Sie sie wiedersehen wollen, sollten Sie die Anweisung genau lesen und befolgen. Das Erpresserschreiben ist eines der weiteren zahlreichen Rätsel im Fall der verschwundenen Millionärsgattin. Mittlerweile ist die Polizei überzeugt davon, dass das fehlerhafte Norwegisch inszeniert ist. Die Analysen haben ergeben, dass die Fehler in Rechtschreibung und Grammatik inkonsequent sind und absichtlich den Anschein erwecken sollen, dass ein Nicht-Muttersprachler diesen Brief verfasst hat. In diesem Erpresserschreiben muss Tom Hagen lesen, dass seine Frau entführt sei. Wenn er nicht 100 Millionen norwegische Kronen, umgerechnet 9 Millionen Euro, in der Kryptowährung Monero bezahlt, wird ein Video des Mordes an seiner Frau im Internet veröffentlicht. Die Kommunikation mit den Entführern soll allerdings über Bitcoin-Transaktionen ablaufen. Dafür gibt es vorgefertigte Antwortmöglichkeiten mit den dazugehörigen Bitcoin-Kleinstbeträgen, die an die Entführer geschickt werden sollen, sowie die jeweiligen Antworten der Entführer. Außerdem schreiben sie, wie Tom Hagen als Unwissender an Kryptowährung kommt, über welche Internetseiten er suchen soll, dass die Familie seit längerer Zeit überwacht wurde, und sie wissen, dass das Lösegeld 4% von Tom Hagens Gesamtvermögen ausmacht. Entgegen der Drohung im Impresserschreiben, keine Polizei anzuschalten, kontaktiert Tom Hagen gegen 14 Uhr die Polizei. Er klingt panisch und sagt ihnen, dass seine Frau entführt worden sei. Die Polizei reagiert blitzschnell. Da die Gefahr besteht, dass Tom Hagen oder das Haus von den Entführern überwacht werden, treffen Zivilpolizisten den Unternehmer an einer nahegelegenen Tankstelle. Es ist größte Vorsicht geboten und gleichzeitig steht die Polizei vor einer riesigen Herausforderung. Entführung und Erpressung sind nicht alltäglich. Hinzu kommt die extrem hohe Lösegeldforderung. Für die Polizei ist schnell klar, dass dieser Fall ungewöhnlich ist. Gleichzeitig ist höchste Sicherheit gefordert. Ein falscher Schritt und Anne-Elisabeth Hagen könnte tot sein. Während verkleidete Kinder in Halloween-Kostümen durch die Straßen ziehen, beginnen die verdeckten Ermittlungen. Es ist ein Einsatz in bisher nie dagewesener Größe. Spezialeinsatzkräfte werden aus Oslo angefordert, die sich verdeckt in das Haus der Hagens schleichen müssen, um dieses zu untersuchen, Spuren zu nehmen und mit der Familie das weitere Vorgehen durchzugehen. Europol und Interpol werden eingeschaltet, um in Erfahrung zu bringen, ob es so eine Art von Fall international schon einmal gegeben hat und es mögliche Verdächtige dafür gibt. Doch das ist nicht der Fall. Bisher gab es auf globaler Ebene keine vergleichbare Tat, bei der Entführer hohe Mengen an Lösegeld mit Hilfe von Transaktionen über Kryptowährungen gefordert haben. Die norwegische Polizei steht somit vor einer komplett neuen Art des Verbrechens. Sie können keine Hilfe von internationalen Einsatzkräften bekommen, da es noch nie so einen Fall gegeben hat. Gleichzeitig gehen die Entführer scheinbar so professionell vor, dass es kaum vorstellbar ist, dass es eine Ersttat ist. Mit der verdeckten Ermittlung offenbart sich allerdings noch eine weitere Herausforderung. Sie können nicht die Öffentlichkeit informieren, da die Gefahr besteht, dass die Entführer ihre Drohung wahrmachen, Anne Elisabeth töten und ein Video ihres Mordes ins Internet stellen. Doch ohne Hilfe der Öffentlichkeit kann sich niemand bei der Polizei melden, der Anne Elisabeth vielleicht gesehen oder Hinweise zu ihren Entführern hat.
Zusätzlich kann die Polizei die Umgebung nicht absuchen. Auch die forensischen Untersuchungen im Garten müssen abgebrochen werden. Es ist nicht bekannt, ob die Tür der Hagens verschlossen war. Allerdings gibt es keine Einbruchsspuren im Haus, die erklären könnten, wie sich die Entführer Zugang zum Haus verschafft haben könnten. Um die Menschen aus den umliegenden Häusern zu befragen, ob sie etwas Ungewöhnliches am Morgen des 31. Oktober 2018 bemerkt haben, denkt sich die Polizei andere Straftaten aus. Einigen erzählen sie, dass ein 13-jähriges Mädchen ausgerissen sei und nach dem sie suchen. Anderen sagen sie, dass es einen Raubüberfall in der Straße gegeben hätte. Doch niemand aus der Umgebung hatte etwas Auffälliges bemerkt. Zwar wird die norwegische Presse über die Entführung informiert, allerdings zur absoluten Geheimhaltung verpflichtet. Niemand berichtet vor der Pressekonferenz der Polizei über das wohl spektakulärste Verbrechen der norwegischen Kriminalgeschichte. Autos mit gefälschten Kennzeichen fahren in den nächsten Tagen und Wochen vor dem Haus der Hagens auf und ab. Es ist die Spurensicherung und Kriminaltechnik, die sich so ins Haus schlägt. Einige der Nachbarn beschweren sich über den erhöhten Autoverkehr in das Loravein. Andere finden es merkwürdig, dass quasi rund um die Uhr Licht bei den Hagens brennt. Doch was sich wirklich dahinter verbirgt, ahnt niemand. Nur der engste Familienkreis weiß, was scheinbar passiert ist. Ununterbrochen gehen sie die Möglichkeit durch, wer hinter der Entführung stecken könnte. Hatte die 68-Jährige Feinde? Ist sie nur Mittel zum Zweck, um Tom Hagen zu schaden? Wer käme in Frage, eine Entführung durchzuziehen und solch eine durchdachte und außergewöhnliche Tat umzusetzen? Trotzdem müssen sie nach außen hin den Schein wahren. Tom Hagen geht weiterhin zur Arbeit und lebt teilweise bei Freunden. Manchmal aber auch in dem Haus, in dem seine Frau entführt wurde und in dem täglich die Polizei ein- und ausgeht. Auch nach Wochen der verdeckten Ermittlungen gibt es keine neuen Hinweise und keine Reaktion der Entführer. Als Weihnachten näher rückt, muss Tom Hagen das Haus schmücken. Niemand soll den Verdacht schöpfen, es würde bei den Eheleuten etwas nicht stimmen. Die Freunde, die immer wieder nachfragen, was mit Anne-Elisabeth ist, und versuchen, sie zu erreichen, werden vertröstet und ihnen wird erzählt, dass die 68-Jährige krank sei. Währenddessen arbeitet die Abteilung für Computerkriminalität auf Hochtouren. Die Untersuchung im Haus hat wenig Spuren hervorgebracht. Die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist es, die Täter mit digitalen Spuren zu überführen. Das Weihnachtsfest 2018 verbringt die Familie Hagen zusammen, auch wenn niemandem nach Feiern zumute ist. Immer wieder stellen sich ihre drei Kinder die Frage, warum gerade ihre Mutter entführt wurde. Eine Frage, mit der sich während der Ermittlungen auch die Polizei beschäftigt. Anne-Elisabeth hat selbst kein Vermögen, nur ihr Mann. Zwar ist er Multimillionär, doch er trägt sein Reichtum nicht zur Schau, ist bescheiden, lebt ein zurückgezogenes Leben und meidet die Medien. Also warum gerade er? Warum gerade der Platz 172 auf der Liste der reichsten Norweger? Ende des Jahres 2018 ist die Polizei überzeugt, dass es keine Verbindung zwischen der Familie und den Entführern gibt. Anne-Elisabeth sei ein zufällig ausgewähltes Opfer, das im Gästebad des Hauses überwältigt und verschleppt wurde. Auch nach mehreren Wochen Untersuchung ist die Polizei noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen, um die Entführung publik zu machen, da sie davon ausgehen, dass eine große Gefahr für Leib und Leben des Opfers besteht. Doch gleichzeitig haben sie auch kein Lebenszeichen der 68-Jährigen von den Entführern bekommen. Am 9. Januar 2019, genau 10 Wochen seit Anne-Elisabeth Hagens Entführung, treffen sie deshalb die schwierige Entscheidung. Sie können die Ermittlungen nicht länger geheim halten und brauchen die Unterstützung der Öffentlichkeit. Bei einer Pressekonferenz bittet die Polizei eindringlich darum, jede noch so kleine Veränderung, die ihnen bei Nachbarn, Freunden oder Verwandten aufgefallen ist, zu melden. Hat vielleicht jemand seit dem 31. Oktober 2018 in seiner unmittelbaren Umgebung etwas bemerkt, was darauf hindeutet, dass jemand in Gefangenschaft ist? Verdächtige Käufe, abgedunkelte Fenster, fremde Autos oder Menschen, die plötzlich ein- und ausgehen? 2 Tage nach der Pressekonferenz veröffentlicht die Polizei ein Video, denn sie haben bereits eine heiße Spur, die bislang unter Verschluss blieb und von der auch die Familie Hagen nichts wusste. Es ist ein Überwachungsvideo vom Gelände von Tom Hagens Firma, aufgenommen am Morgen des 31. Oktober. 2 dunkel gekleidete Männer
laufen vor dem Gelände auf und ab. Die Hoffnung ist groß, dass die Männer identifiziert werden können. Selbst wenn sie nicht die Entführer sind, könnten sie wichtige Zeugen sein. Auch die Familie Hagen hofft, dass dieses Video endlich dazu führt, einen entscheidenden Schritt in der Lösung des Falls zu machen. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnen sie noch nicht, dass die beiden Männer auch heute immer noch nicht identifiziert werden konnten. Die Pressekonferenz löst allerdings noch etwas anderes aus. Die Entführer melden sich. In zwei Nachrichten nehmen sie Kontakt auf. Über den Inhalt dieser Nachrichten schweigt die Polizei. Aber der Anwalt der Familie sieht dies als eindeutiges Zeichen, dass Anne Elisabeth noch lebt. Doch für die Polizei ergibt das alles keinen Sinn. Warum war es 10 Wochen still? Warum nehmen die Entführer gerade jetzt Kontakt auf? Währenddessen konzentrieren sich die Ermittlungen weiter auf das Arbeitsumfeld von Tom Hagen. Die Polizei kann nicht glauben, dass Anne Elisabeth wirklich nur ein zufälliges Opfer war. Die Mitarbeitenden werden befragt, um hinter mögliche Konflikte innerhalb der Geschäftswelt des Unternehmens zu gelangen. Viele von ihnen sagen aus, dass Tom Hagen angespannt ist, aber so gut wie nie über das Verschwinden seiner Frau während der Arbeit spricht. Auch der Bekanntenkreis des Opfers wird befragt. Niemand kann sich vorstellen, dass Anne Elisabeth freiwillig untergetaucht sei. Ihre Freundin Esther sagt in ihrer Vernehmung aus, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass Anne Elisabeth freiwillig verschwunden sei. Ihre Familie bedeutet der 68-Jährigen alles. Gleichzeitig bezeichnet sie die Entführung als psychischen Terror, der sich scheinbar vor allem gegen die Familie Hagen richten soll. Als der Schnee im Frühjahr schmilzt, führt die Polizei erneut Durchsuchungen rund um das Haus der Hagens durch. Polizeiboote fahren auf dem langen Wannet und Spürhunde sind im Einsatz. Eigentlich ist es unmöglich, dass jemand ohne Spuren aus dem Haus verschleppt werden konnte. Doch abermals finden sie nichts. Im Mai 2019 scheint es dann einen ersten brauchbaren Hinweis zu geben. Die Polizei hat sämtliche Schuhabdrücke, die im Haus gefunden wurden, analysiert. Ein langwieriger Prozess. Nur ein Schuhabdruck, der im Gäste-WC, dem mutmaßlichen Tatort im Haus, gefunden wurde, kann keinem Familienmitglied zugeordnet werden. Der Abdruck in der Schuhgröße 45 wird an ausländische Polizeibehörden geschickt, um herauszufinden, wo diese Art von Schuh herkommt. Die deutsche Polizei schafft den Durchbruch. Sie finden heraus, dass der Schuh ein Modell der Marke Sprox ist. Diese Marke wird in zahlreichen Geschäften in den Städten rund um Oslo und der Heimatstadt der Hagens, Lørenskog, verkauft. Doch es ist nicht der einzige Hinweis, der darauf hindeutet, dass der Entführer aus der Nähe kommt. Das Papier, auf dem das Erpresserschreiben verfasst wurde, sowie ein Band, das im Haus gefunden wurde, können ebenfalls zurückverfolgt werden. Sowohl das Papier, das Band und das Modell der Schuhe wurden in der Gegend um Lørenskog verkauft. Die Polizei versucht, sämtliche Käufer dieses Schuhs in den Läden in und rund um Lørenskog ausfindig zu machen, doch bislang ohne Erfolg. Ende Juni 2019 tritt die norwegische Polizei bei einer Pressekonferenz mit einer dramatischen Nachricht vor die Presse. Sie glauben, dass Anne Elisabeth Hagen nicht mehr lebt und dass sie seit Monaten in die falsche Richtung ermitteln. Es ist ungewöhnlich, wie wenig sich die Entführer melden, obwohl sie doch an einer Lösegeldzahlung interessiert sein müssten. Vielmehr glauben sie, dass es sich bei dem Fall um keine Entführung, sondern einen Mord handelt. Zur Vertuschung wurde das Lösegeldschreiben und die Entführung inszeniert. Wenige Tage später, als diese neue Erkenntnis durch die weltweiten Medien geht, erhält der Anwalt der Familie eine verschlüsselte E-Mail mit Hilfe des Tor-Browsers. Es ist der Entführer. Vergleiche mit dem Erpresserbrief lassen keinen Zweifel, dass die Mail dieselbe Person verfasst hat, die auch den Brief im Haus der Hagens hinterlassen hat. Laut Polizei enthält der Brief Informationen, die nur der Täter haben kann. Außerdem versichert er, dass Anne Elisabeth noch leben würde. Doch warum gibt es wieder erst jetzt ein Lebenszeichen? Warum reagiert der Entführer oder die Gruppe von Entführern immer nur, wenn der Fall gerade in der Presse Schlagzeilen macht? Warum vergingen 5 Monate für eine Antwort? Geht es gar nicht um das Geld, sondern nur um Machtdemonstration? Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Mail nur um ein Ablenkungsmanöver handelt. Sie glauben weiter an ihre neue Theorie, dass die Entführung nur inszeniert ist, um einen Mord zu vertuschen.
Trotzdem entschließt sich Tom Hagen zu dem Schritt, über den er seit dem Verschwinden seiner Frau nachdenkt. Er bezahlt die Lösegeldforderung und überweist umgerechnet 9 Millionen Euro in der Kryptowährung Monero an die Entführer. Währenddessen versucht die Polizei, sowohl die E-Mail- und Kryptokonten zu verfolgen, doch gegen die Verschlüsselung ist die Polizei machtlos. Indes hofft die Familie darauf, dass Anne-Elisabeth nun endlich freigelassen wird. Doch wieder gibt es keine Reaktion. Es vergehen Monate, in denen die Polizei versucht, DNA- und Fingerabdrücke aus dem Hause des Ehepaares sicherzustellen und Menschen zu suchen, die vielleicht doch etwas Verdächtiges am Morgen des 31. Oktober 2018 gesehen haben. Schließlich ist ein Jahr vergangen. Ein Jahr, in dem es kein Lebenszeichen von Anne-Elisabeth Hagen gibt. Und ein Jahr, in dem sich ihre Familie täglich fragt, warum es gerade sie treffen musste. Doch mit dem traurigen Jubiläum ihres Verschwindens macht sich auch Resignation in der Familie bemerkbar. Sie finden sich langsam mit dem Gedanken ab, dass es möglicherweise nie eine Lösung in dem rätselhaften Fall geben wird, bei dem sie immer noch nicht wissen, ob es ein Mord oder eine Entführung ist. Ein verzweifeltes Familienmitglied sagt gegenüber der norwegischen Presse: Ich kann nicht verstehen, wie es so schwer sein kann, sie zu finden. Niemand hat etwas gesehen, niemand hat etwas gehört. Diese Entführer, die kein Geld wollen, und diese elektronische Kommunikation, die nicht zurückverfolgt werden kann. Für mich klingt das alles sehr seltsam. Du schaffst es, mit 10 Mann auf den Mond zu landen und kommst auf den Meeresgrund. Aber das kannst du irgendwie nicht verfolgen? Wie schwer soll das bitte sein? Es vergeht der 50. Hochzeitstag und ein zweites Weihnachten, das die Familie Hagen ohne Anne-Elisabeth feiern muss. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Die Polizei ist sich sicher, bereits einen Verdächtigen zu haben, gegen den sie seit Monaten ermitteln. Es ist ihr Mann Tom Hagen. Grund für die Ermittlung gegen den Unternehmer ist ein Shirt von ihm. An diesem hat die Polizei winzige Partikel eines Prints gefunden, die auch an dem Modell des gesuchten Sprocks-Schuhs sind. Analysen der Fingerabdrücke am Erpresserbrief haben außerdem gezeigt, dass Tom Hagen das gesamte Schreiben nicht durchgelesen hat, sondern nur an den Seiten durchblätterte. War er zu aufgeregt, um das genaue Schreiben zu lesen? Oder wusste er ja bereits, was drinsteht? Seltsam findet die Polizei außerdem, dass das Ehepaar sonst nie tagsüber telefoniert hatte. Außer am 31. Oktober 2018. Und dass Tom Hagen die Polizei regelrecht mit Briefen und Mails bombardiert. Ist er also wirklich nur ein verzweifelter Ehemann, der das Verschwinden seiner Frau aufklären will, oder versucht er gezielt, falsche Fährten zu legen? In den Schreiben an die Polizei geht er sämtliche Möglichkeiten durch, wer hinter der Entführung oder dem Mord stecken könnte. Einige dieser Mails und Briefe sind länger als 20 Seiten. Er versucht, Verbindungen zu norwegischen Kriminellen zu ziehen und gibt sogar als Möglichkeit an, dass seine Frau ihr eigenes Verschwinden inszeniert hat. Sicher ist er sich zumindest in einer Sache: Wer immer hinter der Tat steckt, kennt sich gut in seinem eigenen Leben aus. Der Entführer oder die Gruppe von Entführern lässt immer Presse schreiben und in den wenigen Mails durchblicken, dass sie die Geschäftspartner und sein Vermögen kennen. Und er merkt an, dass er sich in den Monaten vor dem Verschwinden seiner Frau verfolgt gefühlt hätte. Die Polizei vermutet hingegen, dass Tom Hagen sie versucht zu täuschen. In einem Firmenwagen, der vor allem von Tom selbst genutzt wurde, finden sie verdächtige Spuren. Die erste Untersuchung zeigt, dass es sich um Blut handeln könnte. Es passt zur Theorie, die die Polizei Anfang des Jahres 2020 verfolgt. Anne-Elisabeth Hagen wurde im Gäste-WC ihres Hauses überwältigt und getötet. Ihre Leiche wurde dann in einem Auto weggeschafft. Doch wer war der Mörder? Wirklich ihr Mann Tom? Während mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie auch in Norwegen die meisten Menschen ins Homeoffice gehen, weicht Tom Hagen nicht von seiner Routine ab und fährt jeden Morgen in seine Firma. Auf dem Weg zur Arbeit wird er schließlich am 28. April 2020 festgenommen. Er kann nur wenige hundert Meter zurücklegen, als sich vor ihm zahlreiche Autos positionieren. In einem Interview sagt er später, dass er zuerst dachte, dass die Entführer nun auch ihn holen. 11 Tage muss Tom Hagen in Untersuchungshaft verbringen, bevor die Staatsanwaltschaft einschreitet. Das gefundene Shirt mit den Partikeln wird nicht als überzeugendes Beweismittel anerkannt.
Außerdem muss die Staatsanwaltschaft dem Anwalt des Beschuldigten Recht geben. Tom Hagen war während der Entführung oder dem Mord an seiner Frau bei der Arbeit. Es gibt Überwachungsaufnahmen, die ihn zweifelsfrei auf dem Firmengelände zeigen. Sollte er wirklich in das Verschwinden seiner Frau involviert gewesen sein, war er nicht aktiv daran beteiligt. Die Polizei bleibt allerdings bei ihrer Theorie. Der 70-jährige Multimillionär hat etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun. Im Juni 2020 bestätigt die Polizei, dass sie Unterlagen und Notizen von Anne-Elisabeth Hagen gefunden haben, die auf eine geplante Scheidung hindeuten. Immer wieder gibt es Gerüchte über Eheprobleme. Nur wenig sickert dabei an die Presse durch. Doch sollten diese Gerüchte stimmen, glauben viele, dass er ein Motiv gehabt hätte. Mit einer möglichen Scheidung würde Tom Hagen einen Großteil seines Vermögens verlieren. Doch das stimmt nicht. Im Zuge der Ermittlungen gelangt der Ehevertrag der Hagens an die Öffentlichkeit, der viele Fragen aufwirft und Zweifel am glücklichen und bescheidenen Unternehmerpaar streut. Laut des Ehevertrags hätte Anne-Elisabeth Hagen bei einer möglichen Scheidung quasi nicht zugestanden. Sie hätte ein Grundstück im Wert von 200.000 norwegischen Kronen sowie ein Auto bekommen. In der Vereinbarung wird betont, dass alles Vermögen, was Tom Hagen in Zukunft erwirbt, nur ihm zusteht. 1994 gibt es dann noch einmal eine Änderung im Ehevertrag. Das gemeinsame Haus in der Slorawein 4 würde bei einer eventuellen Scheidung ebenfalls nur Tom Hagen gehören. Vorher war Anne-Elisabeth als Miteigentümerin eingetragen. Und noch etwas lässt vermuten, dass in der Ehe der beiden ein sehr verzerrtes Gleichgewicht geherrscht haben könnte. Der Anwalt, der diesen Vertrag aufsetzt, ist gleichzeitig Vorstandsvorsitzender in einer Firma von Tom Hagens Firma. Wurde Anne-Elisabeth also überhaupt umfassend beraten? Und wusste sie, dass der Vertrag sittenwidrig ist und welche Konsequenzen er haben würde? Eine Frage beschäftigt seitdem die Presse. Hatte Anne-Elisabeth Hagen vielleicht im Oktober 2018 vor, dass der Ehevertrag geändert wird, im Hinblick auf eine mögliche Scheidung? Könnte das ein Motiv sein, das sie aus dem Weg geschafft werden musste? Immer wieder versuchen norwegische Medien, den Anwalt der Familie zu kontaktieren, mit der Frage, ob er von einer Änderung des Ehevertrags gewusst hätte. Doch er schweigt dazu. Eines ist der Polizei allerdings klar. Sollte Tom Hagen wirklich in das Verschwinden seiner Frau involviert sein, kann er nicht allein gehandelt haben. Der 70-jährige Unternehmer wird in der Presse als digitaler Analphabet beschrieben. Er hat noch ein veraltetes Nokia-Handy, bei dem er es nicht einmal schafft, Textnachrichten zu senden. Wie soll er es geschafft haben, sich umfangreiches Wissen über Kryptowährungen angeeignet zu haben und alles ohne Spuren zu hinterlassen umzusetzen? Trotzdem soll sich Tom Hagen laut einiger Aussagen aus dem Bekanntenkreis kurz vor dem Verschwinden seiner Frau für Kryptowährungen interessiert haben. Sein Sohn hatte ihm dafür einen Bekannten empfohlen, der ihm das Vorgehen erklären sollte. Kurz nach der Freilassung von Hagen wird deshalb dieser Mann verhaftet, bei dem die Polizei denkt, dass er ein Komplize des Multimillionärs sein könnte. Er hat eine eigene IT-Firma, ist Mitglied im Schützenverein und hat Tom Hagen bezüglich der Kryptowährung Monero beraten. Aber auch dem Kryptomann, wie die Presse ihn nennt, kann nichts nachgewiesen werden. Außerdem steht die Polizei nach der Beschuldigung von Tom Hagen vor einem weiteren Problem. Das Vertrauen der Familie in die Polizeiarbeit ist erloschen. Vor allem die drei erwachsenen Kinder schockiert die Beschuldigung der Polizei, da sie bis heute fest daran glauben, dass ihre Mutter noch lebt. Im September 2020, fast 2 Jahre nach dem Verschwinden von Anne-Elisabeth Hagen, hat die Polizei die Durchsuchung im Hause der Eheleute final abgeschlossen. Tom Hagen darf wieder komplett in sein Haus einziehen, in dem er in den letzten Monaten nur wohnen durfte, wenn keine Untersuchungen stattfanden. Außerdem ermittelt die Polizei weiterhin gegen ihn. Es wird wieder still um Norwegens spektakulärsten Kriminalfall. Erst im Mai diesen Jahres hat die Polizei neue Hinweise. Mehrere hundert Hinweise haben sie in den Jahren erhalten. Keiner hat sie zu Anne-Elisabeth Hagen geführt. Dafür hat die Abteilung für Computertechnik einen Fortschritt geschafft, der darauf deutet, dass die Tat von langer Hand geplant sein muss. Am 28. Juni 2018, 4 Monate vor der Tat,
erstellt eine unbekannte Person auf Paste.co einen Account. Das Passwort lautet Anne. Und es werden zwei Dokumente mit Kryptowährungsadressen angelegt. Eines für Bitcoin, eines für Monero. Eine Woche später legt vermutlich dieselbe Person eine Mailadresse an. Dafür wird eine gestohlene Identität eines jungen Mannes genutzt und die IP-Adresse ist mithilfe eines VPNs verschleiert. Noch am selben Tag werden mit der E-Mail-Adresse Konten bei verschiedenen Kryptowährungsbörsen angelegt. Danach wird es wieder still. Mittlerweile jährt sich das Verschwinden von Anne Elisabeth Haken zum dritten Mal. Seit 3 Jahren gibt es kein Lebenszeichen von ihr. Seit 1,5 Jahren gibt es keine erneute Kontaktaufnahme der Täter. Niemand weiß, ob Anne Elisabeth Haken noch lebt. Und wenn ja, wo sie ist. Wird sie gefangen gehalten? Ist sie überhaupt noch in Norwegen oder im Ausland? Doch auch bis heute weiß niemand, was die Tat wirklich ist. Ein Mord, der aufwendig vertuscht wird? Eine Entführung, bei der die Entführer scheinbar gar nicht großartig daran interessiert sind, das Lösegeld zu bekommen? Geht es eigentlich nicht um Geld, sondern um psychischen Terror? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Verschwinden? Hey ihr Verrückten, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann schaut doch sehr gerne mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Denn dort könnt ihr meine Arbeit so unterstützen, dass ich unabhängig von YouTubes Monetarisierung weiterhin Content bringen kann. Und ansonsten wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.